In dieser Visualisierung betrachten wir die Corioliskraft. Auf der rotierenden Erde werde ein Ball nach Osten geworfen. Zunächst blenden wir die Erde aus. Für uns als außenstehende BeobachterInnen stellt sich dann die Trajektorie als perfekte Wurfparabel dar. Nun blenden wir die Erde wieder ein, lassen sie aber noch nicht rotieren. Für diesen Wurf zeichnen wir die Projektion der Wurfparabel auf die Oberfläche ein. Im Folgenden drehe sich die Erde. Wir stellen fest, dass unser Ball auf der rotierenden Erde leicht in Richtung Äquator abgelenkt wird. Für außenstehende BeobachterInnen hat sich allerdings an der Wurfparabel nichts geändert. Lediglich im mitrotierenden Koordinatensystem der ErdbewohnerInnen ist diese Ablenkung zu sehen. Aus deren Sicht folgt die Trajektorie nicht einfach einer Parabel, sondern ist nach Süden gekrümmt. Zur Lösung der Bewegungsgleichungen müssen die Erdlinge Scheinkräfte, nämlich Coriolis und Zentrifugalkraft, einführen. Bislang war unsere Perspektive fest im Weltraum. Nun wechseln auch wir in ein mitrotierendes Bezugssystem, das heißt, wir betrachten den Wurf aus einem geostationären Satelliten. Nun betrachten wir die Situation aus einem am Startpunkt mitrotierenden System. Zuletzt betrachten wir die Situation aus einem am Zielpunkt mitrotierenden System. Jetzt noch einmal aus dem äußeren, also nicht mitrotierenden System betrachtet.